Moin moin und willkommen zurück. Eine weitere Folge Starlink, ein weiterer Tag und wir spielen es auf der Switch. Wir machen uns weiter daran, die Foxbug Cloud Mission Kampagne bzw. zu beenden. Und wir begeben uns jetzt zum Eisbau. Er ist nicht so weit weg, da soll die sich ja Starwolf befinden. Anscheinend fürchtet er sich gar nicht davor, dass wir kommen. Wir schauen uns das mal an. Bin ich im richtigen Flugzeug? Nicht jetzt. Los geht's. So, was ist das mal an? Hui! Oh. Warte einen kleinen Moment. Ein bisschen weiter weg. Gleich was ausrichten können, weiß ich gar nicht. Dann hier. Das ist ein Extrakt, den können wir auch so rausholen, den Kern. Ist ja cool. Perfekt, wir mussten nicht mal hier irgendwas zerstören. Das ist natürlich ziemlich cool. Na gut. Normalerweise müssten wir die immer zerstören, die Extratoren. Das müssen wir hier nicht. Wundervoll! Es wird immer mysteriöser hier und dunkler. Alles klar, Leute. Nähere mich dem Eisbau. Schön vorsichtig. Wenn diese Prospector-Maschine von dort stammt, lungern hier vielleicht noch Wolfs Schergen herum. In Ordnung. Ich achte auf meinen G-Diffuser. Man weiß nie, wann man ihn braucht. Okay. Mal kurz gucken, wir sind Level 3 schon, das heißt, unser Pilot hat ein paar Erfahrungspunkte gesammelt, was wir nehmen können. Fox erhöht die Leidenschaft seiner Freunde, verbessert den anfänglichen Speerfeuerschaden des Flügelmanns. Aber hier ganz vorne. Intensive Training aus Cornera verbessern die Verteidigung des Flügelmanns. Fox interessiert seine. Mal. So. Hier ranzukommen. Das ist auf jeden Fall eine große Festung, wie man sieht. Anschleichen. Da geht's rein. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das sieht ja aus wie eine Falle, oder? Also sieht aus wie eine klassische Falle. Da! Hallo! Entschuldigung, könnt ihr uns hier herausholen? Sind das die Forschungseinheiten aus Haven? Das sind sie! Sie sind hinter einer Art Schild eingesperrt. Kannst du es hacken, Slippy? Was für eine Frage! Mit diesem Terminal sollte es klappen. Ich kann es von hier dekodieren. Ah. Aber dann kommen natürlich Gegner, wenn er das macht. Es funktioniert. Die Überbrückung könnte aber eine Weile dauern. Okay. Schon in Position? Moment. Die Flaggen. Das ist Wolf. Jetzt. Seid so nett, meine kleinen Hunde. Erledigt sie. Das ist eine Falle. Feinde sind im Anflug. Bewegt deine Froschfinger, Slippy. Ich beeile mich ja schon. Dranbleiben, Slippy. Wir müssen sie vorerst nur abwehren. Können wir kurz stehen? Oder? Die sind gar nicht so stark. Ich hab gedacht, die wären jetzt stärker. Wo hält der Bär? Okay, er hat aber gleich gehackt schon. Glaube ich, oder? Viel mehr kommt doch hier Großartig. Gar nicht. Großartig. Ich habe Tundras Prime lokalisiert. Ich aktualisiere jetzt die Sternenkarte. Zwecklos, dieses Outlaw-Pack. Ich sollte das auf meine Weise erledigen. Ach, Scheiße. Hey, wir haben kein Problem mit euch. Wir sind nur auf der Suche nach Wolf.
Und ihr habt euch gedacht, ihr findet ihn hier. Dieser Narr Cash hat seine Rolle verblüffend gut gespielt. Was? Hey, ich weiß nicht, was Wolf versprochen hat. Aber das ist es nicht wert. Die Expedition wollte mir auch Grenzen setzen. Aber ich werde nie aufgeben. Besonders nicht wegen Leuten wie euch. So, dann kriegst du auch nichts ab von uns. Ah, macht sie da mit mir. Halt doch still! Ich brenne! Verstehe ich. Du solltest wissen, wann es vorbei ist. Na, hier hintergehen. Du wirst mich nicht besiegen. Oh. Ein Schild runter. Gesagt, dass die Falle ein dummer Einfall war. Es wird Wochen dauern, neue Forschungseinheiten zu finden. Team, wie sieht das aus? Der Hack ist abgeschlossen. Befreien wir diese Forschungseinheiten. Okay, machen wir. Alles in Ordnung? Was ist passiert? Das war ein Albtraum. Die Outlaws wollten wissen, wo sie Legions finden könnten. Wir sagten ihnen, dass Ashar einen Versuch wert wäre. Aber ich dachte nicht, dass wir dort arbeiten müssen. Und auch noch neben diesen fürchterlichen Zellenblöcken. Und für einen Prospector. Okay. Der Wolf hat also irgendwas Schlimmes vor. Klingt, als hätte Wolf eine groß angelegte Operation auf Ashar am Laufen. Wir haben ein neues Ziel, Jungs. Mit anderen Worten, es war alles nur eine Falle. Es ist wohl klar, was das bedeutet. Wolf weiß, dass wir hier sind. Unser nächster Kampf wird also der schwerste von allen. Auf nach Ashar! Naja, nach Ashar können wir jetzt nicht reisen. Das wäre ja so ein bisschen quatschi. Ashar liegt ja nicht am Arsch der Welt. Naja. Können wir nicht machen. Ist aber nicht schlimm. Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier weiter unsere Hauptkampagne. Haben aber gerade ein paar Mods bekommen. Die gucken wir uns doch gerne mal an. Okay. Das Mod. Okay, was wir da jetzt haben. Bringt uns nicht so viel. Lassen wir es mal so. So. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall hier so ein paar... Hier könnten wir einen Außenposten errichten. Machen wir. Noch nicht so weit weg. Oh. Sackgasse. Ein bisschen. Springerschwarm entdeckt. Was immer wir vorhaben, es kann nicht gut sein. Wir sollten sie aufhalten, solange es geht. Hey. Ja, die Waffe ist genau richtig. Springerschwarm neutralisiert. So, kommen wir jetzt dahin, wo wir hinwollen? Du hast dieses Ungeziefer wirklich das Fürchten gelehrt. Und ich auch wieder raus? Na ja, da. Oh. Wasser. Hey, ich bin keine Bedrohung. Greifen Sie mich nicht an. Will ich gar nicht angreifen. Los, holen wir unsere Freunde dazu. Raus hier. Boah, ich komme hier. Ich stecke hier ganz fest. Wie viele Eismenschen sind denn hier? Boah. Kontrolle verloren. Komm raus hier. Komm hier nicht raus. So.
Oh oh. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Aus hier. Bitte, 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 bitte. Ich mach's los. Wegfliegen. Wie von diesen Eisgiganten sind denn hier, bitte sehr? Er hat überhaupt keinen Spaß gerade, gegen diese Eisgiganten zu spielen. Oh Mann. Nein. Ja. Oh, es fliegt. Flieg doch mal weg da. Gibt's doch gar nicht. Jetzt hängt er da fest irgendwie. Oh. Ich will eigentlich nur heilen hier so ein bisschen. Komm schon. Schön auf den Kopf zielen. Eieiei, das war ein harter Kampf. Gut. Die Basis hier aufbauen. So. Observatorium. Je mehr Verbündete wir kriegen, desto eher können wir den Planeten endgültig befreien. Hallo, wir könnten ein paar der Kerne, die Sie dabei haben, gut gebrauchen, wenn Sie handeln möchten. Na klar möchten wir das. Oh, hallo, ignorieren Sie mich. Ich schufe nur an der vordersten Front der Galaxieerkundung. Okay. Wir machen den noch einen höher, dass wir ein bisschen mehr sehen können. Sachen abliefern. Nicht nötig, danke. Das brauche ich nicht. Ich beschäftige mich mit der Wissenschaft. So. Mal ganz gut. Eine Schiffe zu reparieren? Perfekt. So, gucken wir, was wir als nächstes nehmen. Hier könnten wir auch noch was aufbauen. Und hier bauen wir halt eine Raffinerie auf, würde ich sagen. Haben wir auf jeden Fall ein bisschen was, was wir gebrauchen können für später. Ein bisschen Kohle. Kohle? Können wir auch schon einen Starlink aufbauen? Wir haben aber nicht genug Sachen, ne? Guck mal, warte mal. Hierfür, Starlink-Turm. 200.000 haben wir. Brauchen 10 von diesen Dingern. Und 50% von Dings müssen wir auch noch machen. Bauen wir hier ein Arsenal auf.
Obwohl, nee, das wäre bescheuert. Und Werkstatt auf. Je mehr Außenposten wir bauen, desto stärker wird unsere Allianz. Sehr gute Arbeit. Weiter so. Ja, wir müssen ja leider den Planeten aufbauen. Und das könnt ihr jetzt ja ganz gut sehen, wie man es denn macht. Hallo! Wollen Sie wieder die Welt retten? Verbessern wir den Außenposten nochmal? Können wir gar nicht. Modladen. Allianzpanzerung. 1 Milliarde. Ne, 1 Milliarde. 1 Million. Entschuldigung. Also, Kohle haben wir noch nicht. Wir müssen jetzt die anderen Sachen natürlich erledigen, damit wir so ein bisschen. Frachtfähre. Schauen wir uns das mal an. Wir müssen alles Mögliche befreien jetzt hier. Das machen wir jetzt einfach. Jetzt kommt einer von diesen Schneestürmen oder was ist das hier? Was sieht so aus? Nee, ich will nicht gegen euch kämpfen jetzt. Hier schön hier hin. Hey, schönes Schiff. Ich glaube, das nehme ich mir. Du kriegst gar nichts von mir. Autsch, das tat sich ja weh. Mann, die Mistkerle sind platt. So bald kommen die nicht wieder. Warte, bevor wir reingehen. Die Eisleute auch noch gleich hier. Noch einer, wo ist er? Da. Mit diesen Pennern kann man nur eins tun. Mit einem Fußtritt zurück ins All jagen. Gut gemacht. Noch haben wir es aber nicht erobert. Hier müssen noch ein paar von den solchen Heinis rumlaufen. Komm, nimm das! Ah, verdammte Axt, hat er mich erwischt in diesem Bombending. Kurz ein bisschen verstecken, will ich gleich wieder drauf gehen komplett. Oh. Komm schon. So. Wo ist er denn hin? Enden. Oh, das sah schmerzhaft aus. Hey du, komm, lass uns tanzen. Gut gemacht. Diese Dummköpfe werden es sich zweimal überlegen, bevor sie zurückkehren. Super. Schneelind, wo tritt der Lens bei? Wir haben jetzt ihre Waffe drin, ne? Macht ja am nächsten, müssen wir auch mal ein bisschen aufrüsten, damit wir da ein bisschen Power reinbekommen. Kriegen wir hin. Gut. Hier könnten wir so ein Ding rausziehen. Das machen wir auch mal. Das ist die richtige Waffe für den Job. Schieß weiter. Es wird kalt. Ich stecke fest. Wundervoll. So, dekodieren wir das Ding nochmal hier. Uplink eingerichtet. Legion-Datenkern wird gehackt. Für eine stabile Verbindung in der Nähe bleiben.
Wir haben leider keine Gravitationswaffe. Vorsicht, Legion-Streitkräfte unterwegs. Oh. Gibt's doch gar nicht. Einer weniger. Mal hier hauen wir mal kurz die andere Waffe rauf. Alter, was ist denn hier los? Erfolgreich, Legion-Daten erhalten und Gott sei Dank. Sag ich noch mit? Von korruptem Nova wie diese sind eine wertvolle Ressource. Sie wird bei Außenposten einen hohen Preis erzielen. Ah. So, machen wir den Turm noch fertig hier? Probieren wir einfach mal. Probieren wir einfach mal. Gott, nein, Gott, oh nein! Shit. Nur was, wenn ich seinen Kopf treffe, ne? Oh! So, hier noch was Ding ein bisschen rausziehen. Was dein Können an dieser Waffe auf das Maximum entwickelt. Wir alle können von dir lernen. Waffeneffizienz verbessert. Der Extraktor ist herunter. Auf die Hauptstruktur zielen. Starbox, Information geht. Okay, das war jetzt nicht so schwer. Den haben wir, den Extraktor. Erledigt. Super. Erreiche die Quelle der Betrachtung. Davon kriegen wir jetzt ja eh nicht raus. Scheint gute Nacht zu sagen. Ha, gefällt dir das? Ich brenne. Verlierer kommen sobald nicht wieder. Gute Arbeit. Na, dann holen wir das Ding gleich hier, wenn wir schon hier sind.
Uiuiui. Jetzt ein bisschen Energie aufladen. So, das war's. War das Eisglüh-Depot auch erobert? Outlaw-Feinde nicht mehr auf dem Scan. Okay, jetzt haben wir schon. Dramatisch gerade von mir. Aber egal. So. Komm, ich reparieren wir mal. Feindliche Outlaws entdeckt. Wo denn? Outlaw-Feinde nicht mehr auf dem Scan. Gut. Was machen wir jetzt? Wir könnten natürlich noch ein bisschen was erobern. Hier müssen wir leider auch machen. Aber ich würde sagen, ich erobere jetzt ein bisschen mehr. Das müsst ihr gar nicht mitgucken. Und dann gehen wir wieder rein, wenn es für das Spiel, für die Handlung von Belang ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dahin. Tschüss.